Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Willkommen zurück bei Fellner Live und bei mir zu Gast ist jetzt der niederösterreichische FPÖ-Chef Udo Landbauer. Grüß Gott, Herr Landbauer. Ja. Die niederösterreichische FPÖ geht jetzt 2 Tage lang in Klausur, werden wir auch gleich drüber sprechen, aber davor will ich noch gerne ein bisschen über die Bundespolitik mit Ihnen sprechen, und zwar über die Bundes-FPÖ. Da hat die FPÖ oder haben wahrscheinlich Sie auch als FPÖ-Politiker schon lustigere Zeiten erlebt. Sehen Sie da in absehbarer Zeit die Möglichkeit, dass die FPÖ eine Trendwende schafft, oder haben Sie sich schon damit abgefunden, dass da jetzt einfach die nächsten Wahlen verloren gehen? Nein, natürlich nicht. Natürlich bin ich überzeugt davon, dass es wieder nach oben gehen muss und nach oben gehen wird. Es ist in der Politik fast schon normal, dass es Höhen und Tiefen gibt. Und wir haben jetzt 15 Jahre lang nahezu jede Wahl gewonnen. Es ist permanent bergauf gegangen. Wenn man sich vergleicht, was bei den anderen Parteien, vor allem ÖVP und SPÖ, in den letzten 15 Jahren alles passiert ist, wie viele Obmannwechsel, wie viele Tiefs, wie viele Talsohlen. Da waren wir eh sehr gut bedient und jetzt hat es uns mal ein bisschen erwischt, das muss man auch so offen sagen, aber wir müssen die Hausaufgaben machen, uns entsprechend aufstellen, für die Zukunft wappnen und genau mit den Themen, mit denen wir auch groß geworden sind, denen treu bleiben, und dann werden wir auch wieder erfolgreich sein. Jetzt muss man sagen, diese Krise der FPÖ ist natürlich mit einem Namen sehr eng verbunden, und zwar mit HC Strache und den ganzen Vorwürfen, die da rund um ihn bekannt geworden sind. Das Ganze hat begonnen mit dem Ibiza-Video, danach kam dann diese Spesenaffäre, die irgendwie kein Ende nimmt. Wie lange ist denn dieser Schatten des HC Strache und warum wird die FPÖ denn einfach nicht los? Naja, wenn ich das mit einem Datum festmachen könnte, dann hätte ich eine Glaskugel, die funktionieren würde. Das habe ich leider nicht. Natürlich ist dieser Schatten ein langer, weil er natürlich 15 Jahre lang die Politik der FPÖ ganz massiv geprägt hat und sehr viel an ihn auch gebunden war. Und wenn dann so etwas auftritt, wie eben die letzten Monate aufgetreten ist, dann schadet das einer Partei als Ganzes natürlich. Und das wird mit Gewissheit noch eine Zeit lang dauern. Aber wir sind auch dabei, entsprechend neue Köpfe zu positionieren, auch thematisch wieder zu schärfen und die Struktur neu aufzustellen. Und dann geht es auch wirklich darum, auch das Vertrauen wieder zu gewinnen. Und da bin ich überzeugt davon, dass es auch so gelingen wird, weil wir die einzige Partei sind, die die wesentlichen Themen der heutigen Zeit auch wirklich ernsthaft verfolgt hat in den letzten Jahren. Und so haben so manche andere von uns kopiert, vor allem die ÖVP, aber da wird sich auch herausstellen, dass das eben nur ein Kopieren war, ohne es wirklich ernst zu meinen. Und wir die einzigen bleiben werden, die das wirklich ernst meinen mit all diesen Themen. Sicherheit, Zuwanderung, Integration. Und das sind nun mal die wesentlichen Themen der heutigen Zeit. Und die sind einfach bei uns, und da waren wir es, die genau das auch ehrlich vertreten haben die letzten Jahre. Sie galten ja immer als einer der Schützlinge des HC Strache, er hat sie auch sehr gefördert, muss man sagen. Wie weh hat Ihnen das denn getan, dieser Bruch mit Ihrem einstigen Mentor? Natürlich tut das weh, wenn man sieht, dass solche Vorkommnisse passieren, dass so ein System eingebrochen ist. Und wenn man einen Menschen auch so lange begleitet hat oder umgekehrt eher einen begleitet hat, dann selbstverständlich ist das nichts Erfreuliches, aber es nutzt nichts. Es geht hier um etwas Größeres, also um eine Person, das ist mal ganz wichtig festzustellen, und da heißt es auch wirklich im Sinne der Sache, auch wieder nach vorne zu schauen und weiterzuarbeiten, das zu reparieren, was zu Bruch gegangen ist, um eben auch die notwendigen Inhalte für dieses Land auch umsetzen zu können. Soll sich die FPÖ eigentlich an HC Strache schad- und klaglos halten? Da stand ja im Raum, dass man die Anwaltskosten, die man übernommen hat, ihm weiter verrechnet. Würden Sie das befürworten? Naja, ich sage mal, jedenfalls dort, wo die FPÖ Geschädigte ist, da muss natürlich einen Ersatz geben. Da kann es ja nicht sein, dass wir geschädigt sind und dann auch noch für Anwaltskosten aufkommen, beziehungsweise diesen Schaden nicht geltend machen. Also das wird man sich auch genau anschauen, aber da sind Juristen am Werk, die da berufener sind als ich, und dann wird dann auch das Notwendige passieren. Es tritt der HC Strache aller Voraussicht nach bei der Wienwahl an mit einer eigenen Liste, die Allianz für Österreich oder Liste Strache wird sie wohl heißen. Glauben Sie, dass diese Liste in den Gemeinderat einziehen wird? Naja, dass einmal diese Liste, die dann kandidieren wird, so heißen wird, wie jetzt die drei Hinterbänkler sie begründet haben, das schließe ich mal aus, weil das, dafür ist HC Strache ein viel zu großes politisches Talent, zu wissen, dass das in die Hosen gehen wird. Also die werden sich sicher umbenennen. Dann wird es wohl so sein, dass sie kandidieren werden, und dann wird man aber sehen, wie das dann ausgeht. Wird am
am Wahltag in Wien. Bis dahin werden sicher noch einige Monate vergehen und ich gehe auch davon aus, dass die Staatsanwaltschaft entsprechend arbeiten wird und dann entsprechend auch aufarbeiten wird, was denn wirklich passiert ist die letzten Monate, wer hier was getan hat und dann wird man diese Situation auch noch bewerten müssen. Also Sie glauben, da steht noch immer im Raum, dass er vielleicht gar nicht antritt, wenn dann noch neue Vorwürfe bekannt werden oder vielleicht sogar Anklage erhoben wird? Das kann alles sein und wenn Anklage erhoben wird, dann sieht die Situation ganz anders aus. Aber wie gesagt, das ist der Zukunftsmusik, das kann ich jetzt nicht sagen. Wir werden natürlich jetzt auch mit den Wiener Freunden in Wien entsprechend die Hausaufgaben machen. Die Wiener Mannschaft ist entsprechend aufgestellt. Es gibt ja gute Leute. Auch im Vizebürgermeister Dominik Knepp macht hier wirklich alles, um diesen Schaden entsprechend gering zu halten. Es gibt gute Funktionäre auf Bezirksebene. Ich denke nur an den Bezirksvorsteher Paul Stadler, der hervorragende Arbeit macht und das werden die Menschen auch gutieren. Was dann wirklich herauskommen wird, das wird natürlich auch davon abhängen, wer noch bei dieser Wahl antreten wird. Jetzt hat die FPÖ derzeit diese berühmte Doppelspitze, Norbert Hofer und Herbert Kickl, ist in keiner leichten Situation, das haben wir eh gerade besprochen. Wäre es dann nicht gescheiter, eine klare Person an der Spitze zu haben, hinter der sich alle versammeln, als da immer, sage ich mal, diesen Doppelkurs zu fahren, wo nicht ganz klar ist, der eine ist eher für einen Anbieter an die ÖVP, der andere wieder einen harten Oppositionskurs. Das ist irgendwie so ein bisschen ein Zickzack, keiner kennt sich wirklich aus, wäre es nicht gescheiter, man sagt, okay, da gibt es einen Chef und der schafft an. Na, ich glaube, da wird auch sehr viel reininterpretiert, was gar nicht drinnen ist. Norbert Hofer ist Parteiobmann und Herbert Kickl ist Clubobmann. Das gibt es bei allen anderen Parteien auch, die im Parlament vertreten sind, es sei denn, das ist in Personalunion, weil es halt sonst keine andere Funktion gibt. Person, ja. Aber das ist im konkreten Fall jetzt nur einmal der Fall, nämlich bei den NEOS. Und bei der SPÖ. Und bei der SPÖ natürlich auch. Aber sonst Regierungsparteien sind es geteilt. Bei uns ist halt der Parteiobmann Nationalratspräsident. Das ist ja auch nichts Verwerfliches. Aber da ist nicht so, dass der eine sich an die ÖVP anbietet und der andere einen anderen Kurs einschlägt. Ich glaube, bei uns bietet sich niemand der ÖVP an, weil mittlerweile auch jeder weiß, wie diese ÖVP tickt, dass diese ÖVP mit allen Wassern gewaschen ist und dass diese ÖVP den anderen und ich glaube auch dem Land nichts Gutes will. Und da trete ich auch ganz stark dafür ein, sehr, sehr vorsichtig zu sein. Denn auch ich, der seine Erfahrungen mit der ÖVP gemacht hat, weiß schon, wie man diese Herrschaften behandeln muss. Und da geht es um reine knallharte Machtpolitik, die Netzwerke auszubauen. Jetzt sich wieder nahezu alles unter den Nagel gerissen zu haben, jetzt mit den Grünen, die in Wahrheit nur ein Beiwagerl sind, aber die ÖVP jetzt wirklich wieder bestimmende Macht in diesem Staat ist und nahezu alles kontrolliert. Und auch wenn dann hier ein paar Nebelgranaten gezündet werden, wie dass der Herr Kurz moniert, eine SPÖ-beeinflusste Justiz. Na, da schaue ich mal an, wer die letzten Jahre den Justizminister gestellt hat und dann schaue ich mal an, zu wessen Vorteil in den letzten Monaten vor allem Informationen aus den Staatsanwaltschaften zu den Medien gesickert sind. Da war für mich überall die ÖVP der Profiteur. Also da muss man sich schon genau anschauen, wer hier welchen Nutzen noch hat. Dennoch gibt es einige, die zumindest hinter vorgehaltener Hand sagen, naja, früher oder später wird der Herbert Kickl das übernehmen und neuer Parteichef. Sehen Sie das auch so? Das sehe ich nicht so. Wir haben eine Aufteilung, dass Herbert Kickl den Club führt. Natürlich macht er dann ganz intensiv auch die inhaltliche Arbeit. Das ist nun mal dem Clubobmann immanent. Aber jetzt ist es ganz klar, dass ein Norbert Hofer Bundesparteiobmann ist. Und wir haben einen neuen Generalsekretär, der auch die notwendigen organisatorischen und strukturellen Reformen umzusetzen hat und das auch machen wird. Und was in 2, 3, 4, 5 oder 8 Jahren sein wird, das kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Aber jedenfalls wird es hier kein Auseinanderdividieren geben, sondern jede Erneuerung, die in der Partei stattfinden wird, die muss mit dem ganz klaren Ziel verfolgen, dass man wieder erfolgreich Politik für die Landsleute hier in Österreich machen kann. Aufregung gab es auch um den Besuch von Herbert Kickl bei der AfD. Das war kurz auch bevor dieser ganze Wirbel um die Thüringen-Wahl ausgebrochen ist. War das richtig, dass man da jetzt mit der AfD anscheinend wieder auch enger kooperieren will? Stellt man sich damit nicht in ein sehr rechtes und auch teilweise radikales Eck? Ja, da muss ich an der Intelligenz jedes Mannes zweifeln, der das so kommentiert. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir mit der AfD in einer Fraktion im EU-Parlament sitzen. Es ist auch kein Geheimnis, dass wir mit der AfD in der gemeinsamen europäischen Mutterpartei sind und über Jahre eine Kooperation auch haben mit der AfD. Und jetzt zeigen Sie mir bitte
die rechtsextremen Ausrutscher der AfD, die gibt es nämlich nicht. Und wenn man sich genau das deutsche Parteienspektrum auch anschaut, na, dann schauen wir uns bitte an, in welchen Parteien denn ehemalige Mitglieder der NSDAP aktiv sind. Per Gerichtsbeschluss Faschist genannt werden. Ja, per Gerichtsbeschluss darf vieles gesagt werden, das ist schon richtig. Ja? Aber einen Ausrutscher, wie es ja auch in Thüringen dauernd gesagt wurde, Nazi-Ausrutscher und Nazi-Skandale, das gibt es nicht. Während die anderen Parteien, speziell in Deutschland, ja sehr wohl auch unterwandert wurden, ehemaliger NSDAP-Mitglieder. Da gehört die AfD als einzige Partei nicht dazu. Sogar die Grünen in Deutschland gehören da dazu. Und Thüringen ist ein ganz besonderes Beispiel. Ein demokratisches Wahlergebnis muss rückgängig gemacht werden, um die Demokratie zu schützen. Ja, viel absurder geht es doch nicht mehr. Nur weil die AfD einem Kandidaten die Stimme gegeben hat, darf dieser Kandidat das Amt nicht behalten. Also Deutschland schafft sich wirklich ab, wie es Thilo Sarrazin gesagt hat, da hat er leider vollkommen recht. Das heißt, Ihrer Meinung nach ist das auch ein Skandal, was da jetzt passiert ist in Thüringen? Selbstverständlich, das ist eine Unterwanderung der Demokratie. Und man muss ja wirklich sich die Frage stellen, ob das nicht eine Entwicklung in Richtung Diktatur ist. Wenn demokratische Wahlen nicht mehr anerkannt werden, eine AfD, die in Thüringen bitte zweitstärkste Partei ist, mit über 20%, die sie erreicht haben bei der Landtagswahl, das sind dann die bösen Wähler offensichtlich, die einer solchen Partei die Stimme geben auf demokratischem Weg. Dann frage ich mich schon, was ist der nächste Schritt? Wo kommen wir hin und in welchem System enden wir? Und das, da muss man auch ganz, ganz kritisch die Rolle der Medien hinterfragen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, die mit die einzigen sind, die wirkliche Politik machen und bestimmen, was passiert und vor allem, was passieren darf. Und wenn wir mal so weit sind, dass einige wenige bestimmen, was passieren darf, dann müssen wir wirklich uns im Klaren sein, dass es höchst an der Zeit ist, am System etwas zu ändern. Kommen wir zurück nach Österreich. Da haben wir jetzt seit knapp einem Monat eine türkis-grüne Regierung. Ich glaube, das wird auch ein großes Thema bei Ihrer Regierungsklausur jetzt werden in Niederösterreich. Wie fällt denn Ihre Bilanz aus nach den ersten 4 Wochen? Ganz so schlimm, wie Sie es heraufbeschworen haben, ist es ja jetzt doch nicht geworden. Die großen Flüchtlingshorden sind nicht eingezogen in Österreich. Das Land steht noch mehr oder weniger, die Spritpreise gehen sogar runter statt rauf momentan. Also es ist nicht so dramatisch, wie die FPÖ uns ursprünglich verkauft hat, oder? Es liegt vielleicht daran, dass die Herrschaften noch nichts gemacht haben bis jetzt. Das ist der einzige Grund. Die Spritpreise gehen runter, da ist der Markt dran schuld. Aber sobald diese schwarz-grünen Regierer wirklich das umsetzen, was sie umsetzen wollen, mit CO2-Bepreisung, Ökosteuern, sprich die Steuern erhöhen, das ist nämlich das Vehikel, das sie in der Hand haben, dann werden die Spritpreise raufgehen und das hat der Herr Kogler auch ja ganz klar kommuniziert, dass das sein Ziel sein wird. Dass wir nicht von Flüchtlingshorden überrannt werden, ist leider auch nicht die Wahrheit. Wir haben allein im Jänner diesen Jahres über 2200 illegale Grenzübertritte in Österreich zu verzeichnen. Über 2200. Und das sehen und hören wir in den Medien auch nicht mehr, weil es vielleicht einerseits schon ganz normal geworden ist, andererseits man ja bewusst nicht darüber informieren will. Und 2200 im Jänner, bitteschön, im Jänner, das ist schon eine beachtliche Zahl. Und wenn wir uns anschauen, die Aufgriffe an der EU-Außengrenze, dann sehen wir, dass in allen Ländern die Aufgriffe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum massiv gesteigert sind. In Malta sogar um plus 1200%, das ist ja nicht nichts. In Griechenland sprechen wir plus 50%, ebenfalls plus 50% in etwa in Italien. Also wir sehen, dass hier eine massive Zuwanderung auch passiert. Und da müssen wir auch ganz klar ansetzen und unsere Grenze schützen. Denn solange die EU-Außengrenze so sicher ist wie ein Nudelsieb und so dicht ist, können nur wir es in die Hand nehmen und die Grenze auch schützen. Deswegen sagen wir auch ganz klar, dass wir auch in Niederösterreich, wo es bislang auch keinen entsprechenden Schutz gibt, einen ähnlichen Assistenzeinsatz wie im Burgenland durch das Bundesheer geben soll, weil hier die Aufgriffe massiv gesteigert sind. Sie fordern einen Assistenzeinsatz in Niederösterreich? Im Burgenland gibt es den Assistenzeinsatz, aber in Niederösterreich haben wir mehr illegale Übertritte. Das heißt, Sie wollen an der nördlichen Grenze einen Assistenzeinsatz? Wir sehen zurzeit, dass speziell über Tschechien die meisten illegalen Zuwanderungsströme auch passieren. Und was ist die logische Konsequenz? Wenn im Burgenland dieser Assistenzeinsatz stattfindet, aber wir in Niederösterreich mehr illegale Übertritte zu verzeichnen haben, na, dann kann die logische Konsequenz ja nur sein, dass wir diesen Assistenzeinsatz auch in Niederösterreich einführen. Mhm. Kostet natürlich auch Geld. Wie soll das finanziert werden? Wie stellen Sie sich das vor? Also, dass die Finanzierung dieses Assistenzeinsatzes ein großes Problem darstellen wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Und jeder, der sagt, dass die Sicherheit uns kein Geld wert ist,
der ist definitiv am falschen Dampfer. Na, selbstverständlich wird das entsprechende Kosten auch verursachen. Aber mir ist lieber, wir investieren Geld in die Sicherheit unserer Landsleute als in andere absurde Projekte, die den Grünen vielleicht einfallen. Jetzt ist diese Klausur wahrscheinlich auch ein bisschen ein Wundenlecken, denn die Gemeinderatswahl war ja für die FPÖ in Niederösterreich auch nicht unbedingt erfreulich. Gab es ein paar regionale Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen hat die FPÖ eigentlich durch die Bank verloren bei dieser Gemeinderatswahl. Woran lag das? Ist das auch dem HC Strache geschuldet und dem Bundestrend oder war das ein bisschen auch ausgemacht? Na, woran wird es liegen, wenn man jede Wahl seit dieser sogenannten Ibiza-Affäre im ganzen Land verloren hat? Na, selbstverständlich, dass die Partei in ihrer Gesamtheit nicht gut dasteht. Das haben wir auch gewusst, das war uns klar. Dennoch haben wir es geschafft, die meisten Kandidaten und Kandidaturen in der Geschichte der FPÖ Niederösterreich aufzustellen. Und das zeigt auch, dass wir sehr wohl viele Menschen davon überzeugen konnten, auch sich aktiv zu engagieren. Das ist mal gut. Dass das Ergebnis so ausgefallen ist, war auch keine große Überraschung. Aber wir haben natürlich jetzt auch den Auftrag, entsprechend die Strukturen auch in Niederösterreich aufzurüsten und da auch gewappnet zu sein. Denn da ist natürlich eine Übermacht der ÖVP vorhanden. Und das ist nichts Erfreuliches und das wollen und werden wir in den nächsten Jahren noch ändern. Wie geht es denn in Wiener Neustadt weiter? Ist ja, glaube ich, auch Ihr Heimatbezirk. Da waren Sie ja zuletzt in einer Koalition mit der ÖVP, in dieser bunten Koalition. Die ÖVP hat dort massiv dazugewonnen. Man muss sagen, die FPÖ hat gegen den landesweiten Trend in Wiener Neustadt auch dazugewonnen. Wünschen Sie sich dort eine Weiterführung dieser Koalition oder soll das vielleicht sogar eine Zweierkoalition werden? Wir haben die letzten 5 Jahre, ich meine, sehr vieles erreicht. Eine Stadt, die kurz vor dem Konkurs, kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stand, von neuen Projekten keine Spur, konnten wir so verändern, dass hier wirklich viel Neues geschehen ist, neue Projekte, neue Baumaßnahmen auch und vor allem eine finanzielle Gesundung. Und das ist auch für mich natürlich ein Herzensanliegen gewesen und ist es noch immer. Und wir konnten auch in der Neustadt die Mandatszahl nach der Gemeinderatswahl wieder erhöhen und selbstverständlich wollen wir hier auch weiter arbeiten und weiter dieses positive Projekt vorantreiben, das wir die letzten 5 Jahre betrieben haben. Und da gibt es aktuell die entsprechenden Verhandlungen, heute auch wieder. Und wir werden sehen, wie das dann ausgehen wird. Aber selbstverständlich wollen wir auch entsprechend weiterarbeiten. Das heißt, Sie wollen weiter regieren? Selbstverständlich. Ja. Abschließende Frage noch. Sie werden ja auch immer wieder gehandelt als möglicher Kandidat für alle möglichen Positionen auf Bundesebene. Ist das Ihr Ziel, mittelfristig auch mal in den Bund zu wechseln? Das höre ich meistens in den Fernsehstudios und Zeitungsredaktionen. Ich selbst habe das noch nicht gehört, aber ich bin jetzt da ganz klar in Niederösterreich zu Hause und habe hier auch sehr, sehr vieles noch zu tun. Das ist mir bewusst. Aber natürlich, ich bin jetzt 33 Jahre. Ich weiß nicht, was in 10, 15 oder 20 Jahren sein wird. Das wird man sehen. Aber in absehbarer Zukunft werde ich auch meine entsprechenden Aufgaben in Niederösterreich bewältigen. Aber sehen Sie die niederösterreichische FPÖ da innerhalb des Bundes derzeit gestärkt? Unter anderem der Vizebürgermeister von Wiener Neustadt, jahrelanger enger Mitarbeiter von Ihnen, Schnedlitz, ist jetzt Generalsekretär geworden. Greifen Sie da jetzt auch ein bisschen nach der Macht im Bund? Nein, da geht es nicht darum, nach der Macht zu greifen. Aber da geht es durchaus auch darum, ein gewisses Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und Niederösterreich ist ja nicht unbedingt das kleinste Bundesland. Und da gilt es auch darum, sich positiv einzubringen und das selbstbewusst zu machen. Und genau das habe ich mir vorgenommen, genau das machen wir jetzt. Und da sind wir nicht nur mit einem Generalsekretär aus unserem Bundesland bestens aufgestellt, sondern ja auch mit einem Klubobmann im Nationalrat, weil den auch Herbert Kickl war Spitzenkandidat der FPÖ Niederösterreich bei der Nationalratswahl. Aber das heißt, Sie wünschen sich mehr Selbstbewusstsein der niederösterreichischen FPÖ künftig? Das muss ich mir nicht mehr wünschen, das ist schon da. Okay, gut. Danke, Herr Landbauer, für den Besuch im Studio. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich wieder zurück. Dann geht es weiter mit unserem Duell am Dienstag. Gerald Gross und Sebastian Born-Mehner sind gleich bei mir zu Gast und die beiden Herren diskutieren unter anderem über den aktuellen Streit um unsere Justiz. Gestern gab es ja diesen runden Tisch beim Bundeskanzler. Was sagen Sebastian Born-Mehner und Gerald Gross dazu? Und wir sprechen auch, haben wir jetzt auch schon gerade mit Udo Landbauer gemacht, über die Thüringenwahl und die aktuelle politische Situation in Deutschland. Und wir ziehen eine erste Bilanz nach 4 Wochen Türkis-Grün. Ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück mit Sebastian Born-Mehner und Gerald Gross.